Sao Coco und stellt schon mal den Prosecco kalt. Das Dschungelcamp holt mich heraus. Ich bin als Star, geht wieder los. Oh, ich freue mich schon so jeden Abend bei Annika, ne? Oh, und wisst ihr eigentlich, wer alles einzieht? Marc Terenzi. Der Ex von Sarah Hase, ne? From Sarah with Love. Sag mal, Marc, hast du mal einen Euro? Oh, der hat ja auch mal als Tripper gearbeitet in der letzten Zeit, ne? Aber so richtig schön sieht er auch nicht mehr aus. Der Marc, da fehlen ja nur noch die Aldi-Turnschuhe. Wisst ihr, wer noch einzieht? Die Gina Lisa Lupik. Die hat ja vielleicht Holz vor der Hütte. Mann, 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 Mann. Aber wenn du das Holz anzündest, dann stinkt es aber nach Plastik, du. Aber wusstet ihr auch schon, dass sie auch mal in Sex-Pornos so mitgemacht hat? Also so privat. Habe ich erstmal gegoogelt. Ich war richtig schockiert. Da war dann so ein ganz dicker mit so einer Halbglatze und so schmierigen Haaren. Der hat die da erstmal durchgeknäust. Oh, so was kotzen. Aber es hat ja auch was richtig Gutes, ne? Also mit Klöten und Schwänze vernaschen hat sie kein Problem im Dschungel. Immer ja damit rein damit. Also für mich ist sie ja wirklich so ein bisschen auch schon die Siegerin der Herzenssüße, ne? Manchmal tut sie mir richtig leid. Da würde ich sagen, Gina, komm doch einfach vorbei zu Annika. Wir reden über alles. Dann geht ja noch so ein ganz komischer Paradiesvogel da rein. Ist sogar der Kumpel von der Gina Lisa. Und das ist zwar der Florian West. Mensch, 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 Junge, was ist mit dir passiert? Hm? Er nennt sich selber der Botox-Boy. Das ist ja witzig. Das kann ja was werden. Aber wusstet ihr, der war mit diesem Opa verheiratet. Mit diesem Helmut. Helmut Berger. Was macht der für Sachen denn? Das ist Florian. Guck mal hier, ich bin voll in das Bild. Sieht ja aus wie mein Zivildienstjahr im Altersheim war schön. Und der hat sich getrennt von dem Helmut, weil der Helmut hat eine Doku gemacht über sich selber und in der Doku hat er an seinem Pimmel gespielt. Und hat Florian gesagt, was machst du denn, Helmut? Das natürlich nicht. Und tschüss, Ex. War nicht dieser Helmut Berger nicht auch schon mal im Dschungelcamp? Und hat der nicht auf die Klobrille geschissen? Ach nee, das war der Typ aus Hamburg mit diesem Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Der hat auf die Klobrille geschissen. Oder war das doch Michaela Schäfer? Der traue ich es auch zu. Liegt deine Wurst auf der Schüssel? Wenn die Florian West fragen, ne, bei RDL, da können sie eigentlich auch lieber mich gleich fragen. Dann geht da ja eine rein, die heißt Sarah Joelle Janee. Nee, Janee. Ich dachte erst, hier. Oh, die kenne ich doch von Boris Becker. Aber ist nicht. Nee, die schon eins gemacht hat. Das muss man kurz vorlesen. DSDS, Adam sucht Eva, Big Brother, Völkerball bei Pro7, Venusgesicht. Venusgesicht, also Venus ist für die Leute, die es nicht wissen, so eine Sexmesser. Also das Management hätte ich ja wohl auch gerne, ne? Vom Völkerball bis zu Venusfresse. Also wirklich. Und jetzt in den Dschungel rein. Und dann musste ich wirklich kotzen. Alexander Kies. Ist doch Alexander Markus. Ich habe mir so ein bisschen was von ihm angeguckt. Man kennt den ja, weil der in Germany's Next Topmodel der Freund von einer Modelfrau war. Und da war er total ätzend. Aber er selber hat sich total toll gefunden. Das ist ja bis heute noch so. Und deswegen kommt er auch in den Dschungel, weil er denkt, er ist geil. Aber alle anderen denken oder sagen, er ist scheiße. Der arbeitet ja als Model, ne? Aber Mädels, guck doch mal genauer, für Schuhcreme oder was? Das ist so ein Blender-Typ, ne? Von außen so. Und wenn du dann mit deinem kaputten Fahrrad ankommst, weil du Platten hast, krieg das nicht repariert. Das ist der Mann von heute. Dann habe ich ja gelesen, zieht ein Weltmeister ein. Ein Fußballspieler. Aber schon ein alter Fußballspieler, also nicht mehr so Kinder. Thomas. Der Thomas Häsler. Guckt euch ihn. Oh. Ich finde, bei ihm sieht man. Der sieht irgendwie traurig aus. Und ich habe gelesen, er muss wahrscheinlich da reingehen, weil er Geldsorgen hat. Irgendwie tut er mir leid. Obwohl er jetzt schon bei Let's Dance getanzt, ne, der Kleine? Der kleine Thomas. Oh, und er kriegt eine Summe, habe ich von RTL, eine sechsstellige Gagennummer. Das ist dann ja
100.000 müssen das dann ja sein. Thomas, wenn das so sein sollte, dann musst du aber nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen auf deine Kröten. Dann liegt das hier Puff. Im Puff, ja. Aber jedes gute Dschungelcamp muss ja auch ein Vollhorst haben. Kennt ihr Jens? Den Jensi-Boy, den Büchner? Ein ganz smarter Typ. Der hat bei mir doch noch letztens an der Haustür geklingelt und wollte einen Staubsauger verkaufen. Bin mir hundertprozentig sicher. Jetzt singt er ja auf Malle, ne? Obwohl, der kann ja noch nicht mal rufen, Hilfe, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Jetzt stehen alle. Passiert nichts. Bumm sie hier, bumm sie da, schon sind Kinder da. Das kann der Jens, ne? Das kann der Jens. Aber auch richtig gut. Weiß ich, was der schon alles geknallt hat. Also, Lofink, pass auf. Pass auf sie auf. Der Jens, der kommt. Und wenn er kommt, dann kommt er. Und jetzt kommen wir zu Hanka Ragwitz. Hab ich immer gedacht, wer wird das denn? Wie bitte, wie heißt der? Hanka Ragwitz? Ha? Hast du die gerade verschluckt oder was? Nee. Die kennt man nämlich ganz gut. Und zwar von Mieten, Kaufen, Wohnen bei Vox. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn die in den Dschungel geht, ne, und das nicht nachher läuft bei ihr, dann kann sie auf jeden Fall noch zu Astro TV gehen und die Karten legen. So sieht die aus. Und dann musste ich nochmal wieder richtig googeln. Fräulein Menke geht rein. Kennst du auch nicht? Ich auch nicht. Das ist so eine Sängerin von damals aus den 80ern. Und die hat Sachen gesungen, wie zum Beispiel Hohe Berge, Tretboot in Seenot. Aber ich sehe schon bei Fräulein Menke, das wird so die Mutti im Camp. Das heißt, wenn du Durchfall hast oder wieder irgendjemand auf die Brille gekackt hat, dann gehst du hin und sagst, aber Fräulein Menke, der Florian, der hat auf die Brille geschissen. Auf was? Dann gehen wir jetzt zusammen und fragen, ob das stimmt. Kennt ihr noch Markus Majowski? Also vom Namen hat er mir auch gar nichts gesagt, ne? Hab ich gegoogelt? Ich dachte, der? Och Mensch, was ist denn nun passiert? Kennt ihr den noch von den dreisten Dreien? Oh, hab ich ja so gerne geguckt, immer gelacht über den kleinen Dicken. Hab ich gelesen? Der hat auch gerne mal hier reingezwirbelt, ne? Früher. Wer hat's jetzt im Griff? Das finde ich schon mal sehr gut. Markus, also für dich rufe ich auf jeden Fall an. Du bist auch so ein kleiner Wonneproppen irgendwie. Und dann habe ich geguckt, Nicole Miethe. fühlt sich schön oder was? Kennt ihr sicher alle von Verbotene Liebe? Ein ganz unschuldiges Lämmchen. Da überlegt man ja schon ein bisschen lesbisch zu werden, ne? Das ist schon ein scharfes Gerät. Na, jetzt sind wir mal gespannt, wenn sie duschen geht. Oh, guck mal. Annika, guck mal. Hat die Orangenhaut? Und als allerletzte stelle ich euch noch Kader Loth vor. Die kennt ihr vielleicht auch noch von damals. Wenn nicht, ja, sie hat schöne große Trompeten. Hupen wie die Lofing. Das steht ihr da morgens erstmal im Camp. Du, auf den! Wusstet ihr, dass die schon 44 ist? Hab ich gelesen? Sie lässt die Verhütung jetzt weg und macht Nägel mit Köpfen. Da ist hier bei Jens an der richtigen Adresse. Schwuppdiwupp. Obwohl mit 40 ist es ja schon schwieriger, Kinder zu kriegen. Die ganzen Stars, die man ja immer sieht, das ist ja eins Eizellspender, hab ich gelesen. Schwuppdiwupp hast einen dicken Bauch, aber ist gar nicht deins. Und dann guckt er nachher noch so ein Schabus am Musi. Das wäre was. Oder so ein Jens. So, meine Süßen, das war's schon wieder. Ich hoffe, jetzt wisst ihr, wer und was da alles einzieht und wer Bock und Hunger auf abgestorbene Tiergenitalien hat. Schnappt euch den Prosecco und ein paar Pimmel-Snacks und der Mädels am kann kommen.